Hi Sissies! Heute haben wir mal jemanden zu Gast. Und zwar den Markus. Markus, wer bist du? Möchtest du dich kurz vorstellen für unsere Zuschauer? Ja, ich beschäftige mich unter anderem auch mit Comics, schreibe darüber, berichte darüber. Einmal über Comics im Allgemeinen, aber eben auch über Gay-Comics. Ah, und du hast auch dieses wunderbare Buch geschrieben. Ja, es ist eine Art Einstieg, wenn man sich mal ein bisschen mit schwulen Comics beschäftigen möchte, mit Comics von schwulen Zeichnern, Zeichnerinnen, mit Figuren, die homo, bi, trans sind. Das ist jetzt wirklich mehr mit Männern und für Männer, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Man sieht es hier, ja, die Bauchmuskeln springen einem quasi entgegen. Und wenn man es aufklappt, dann noch so einiges andere. Also, ja, da wird es schon ziemlich explizit. Die Schwänze können gar nicht groß genug sein. Wer mir da als erstes auch gleich einfällt zum Thema große Muskeln, große Schwänze, ist natürlich Tom of Finland. Der ist gleich vorne mit dabei. Sissi! Und Tom of Finland ist ja irgendwie auch zurzeit wieder ganz stark im Trend. DJ Hell hat ein Musikvideo veröffentlicht, was die Jungs von Tom of Finland so zum Leben erweckt. Es gibt ein Biopic in Finnland, was gerade über ihn gedreht wurde. Da kam jetzt der Trailer raus und die ganze schwule Webwelt war darüber begeistert. Ja, warum ist denn Tom of Finland heutzutage eigentlich noch relevant? Ja, vielleicht wird er so ein bisschen wiederentdeckt, weil ja auch die schwule Szene so bestimmte Typen für sich wiederentdeckt. Mhm. Dieser Clone-Typ der 70er Jahre, den Tom of Finland sehr oft in seinen Zeichnungen hatte. Auf einmal kann man sich vor Bären kaum retten in der Szene. Das sind vielleicht alles so Entwicklungen, die so ein bisschen auch Tom of Finland als Zeichner wieder so ein bisschen modern machen. Klar. Auch Fetisch wird allgemein immer ein größeres Thema hier in der Hetero-Welt, 50 Shades of Grey. Und bei uns, da gibt es dann eben mal eine Fetischparty mit viel Leder und so weiter. Und, genau, auch sehr Tom of Finland-mäßig. Ja. Es gibt fast schon so einen Overkill, würde ich sagen. Inzwischen gibt es Bettwäsche und, was haben wir hier, Topflappen mit Tom of Finland-Motiven. Die finnische Regierung hat eine Briefmarkenserie herausgebracht. Gibt es da nicht schon so eine Art Disneyfizierung? Jetzt Tom of Finland überall und kann ich mir demnächst irgendwie Tom of Finland Klopapier dann kaufen oder wie sieht's aus? Ja klar, es gibt sehr viel Merchandise, aber das zeigt für mich so ein bisschen, wie sehr ein Tom of Finland im Mainstream angekommen ist, wenn eine finnische offizielle Post sich nicht davor scheut, eine Briefmarke rauszugeben. Ja, man muss ja auch sagen, gerade bei dieser Briefmarkenserie, in Russland kam die nicht ganz so gut an. Da gab es einen Politiker, der dann gleich mal gesagt hat, diese Briefe sollten in Russland gar nicht an den Empfänger gesendet werden, weil es sich da um schwule Propaganda handelt. Also da sieht man irgendwie auch, manche Teile unserer Gesellschaft sind da schon so weit, dass sie Tom of Finland als einen normalen Teil von uns und damit eben auch die schwule Welt akzeptieren können. Und in anderen Gebieten der Welt sieht es da ganz anders auch. Und ich denke auch, bei uns zu Lande gibt es einige Leute, die mit Tom of Finland sicher nicht so viel anfangen könnten. Ja, Markus, erzähl mir doch mal, wer war denn Tom of Finland eigentlich? Tom of Finland, der eigentlich die Zeichner und auch die schwule Szene beeinflusst hat wie kein anderer, kam aus Finnland gebürtig. Tauko Laaksonen war sein richtiger Name. Und da hat er im Zweiten Weltkrieg seine ersten Erfahrungen mit Männern gemacht. Und deswegen sehen die ganz frühen Zeichnungen auch ein bisschen so aus. Mhm. So ein bisschen auch durch Soldaten inspiriert. Das hat ihm auch diverse Vorwürfe eingebracht. Ja, zum Thema Nationalsozialismus hatte er wohl auch gesagt, die Deutschen hatten einfach die schönsten Uniformen. Auch wenn er grässlich fand, was sie gemacht haben. Fand ich auch ganz interessant, wie da sozusagen der Fetisch irgendwie einfach gelebt wird, ohne sich zu entschuldigen. Ja, er hat immer gesagt, das wären halt die ersten Männer gewesen, die er kennengelernt hat. Und das, was er zeichnet, sind einfach nur Fantasien. Mhm. Aber das entlässt ihn nicht ganz aus der Verantwortung, dass er natürlich mit einer Ästhetik spielt, die auch gewisse Anleihen nimmt, die nicht zu übersehen sind. Klar. Er ist dann später auch umgeschwenkt auf Biker und Tankwarte und alles, was man sich so in Uniform vorstellen kann, ist dann in die USA gegangen und dort begann dann eine beispiellose Karriere. Ja, aber diese ganzen Zeichnungen, also alles diese Muskelmännchen, Muscle Marys mit Riesenschwänzen und Schnurrbart, waren das alles nur seine privaten Wix-Vorlagen oder steckt da ein bisschen mehr dahinter?
da steckt auf jeden Fall mehr drin. Das sind Sachen, die zuerst auch in Bodybuilding-Zeitschriften zum Beispiel erschienen sind. Mhm. Es musste ja irgendwo erscheinen können, man konnte nicht einfach so schwule Comics publizieren. Deswegen hat das auch so ein bisschen diesen Pin-Up-Charakter der frühen Bodybuilding-Zeitschriften. Also es war ja damals, also wie du sagst, schwule Männer konnten sich gar keine Pornos irgendwie besorgen, legal. Denn sie wären wahrscheinlich irgendwie in den Knast gewandert oder zusammengeschlagen worden oder was auch immer. Deswegen sind sie ausgewichen auf diese Beefcake-Magazine, wie die ja genannt wurden. Die ja auch ein großer Einfluss zum Beispiel für Pierre Gilles waren. Das ist ja eigentlich subversiv im wahrsten Sinne des Wortes. Da wurde was verkauft, was oberflächlich sozusagen als Anleitung zum Bodybuilding, so wie man heute irgendwelche YouTuber hat, die Proteinshakes verkaufen. Und unten drunter wurde es unterwandert mit einem schwulen Wert, der das Ganze aufgeladen hat. Diese schwule Sexualität, die Thomas Findet dann da erst so richtig entwickelt hat. Ja? Vordergründig geht es da erstmal um Muskelberge. Es wäre aber ein bisschen zu einfach, ihn darauf zu reduzieren. Denn oft wird das auch ironisch gebrochen. Oft wird auch mit dieser übersteigerten Männlichkeit gespielt. Es gibt sowas wie Travestie-Elemente in seinen Zeichnungen. Und die Männlichkeit wird nicht nur gebrochen, sondern manchmal so überspitzt, dass sie fast ein bisschen lächerlich gemacht wird. Ja, ich finde schon, dass das was Subversives war und vielleicht auch was Emanzipierendes. Also das war schon, ich finde, das hat schon auch was für sowas wie Homo-Emanzipation, auch Befreiungsbewegungen getan. Ja. Thomas Findet hat auch viele Künstler beeinflusst nach ihm, die noch viel mehr auf so einer Bürgerrechtsschiene unterwegs waren. Ja. Also auch die pure Anwesenheit von solchen Zeichnungen in den 60er Jahren, da herrschte ja in den USA ein sehr, sehr konservatives, reaktionäres Klima. Allein das, finde ich, ist auch schon ein Zeichen von so einer Art Emanzipation. Auch, was er da, du hast ja gemeint, er hatte dann die Biker-Szene sich sehr vorgenommen. Die war ja damals sowieso Counterculture in den USA. Also man kennt so Filme wie Easy Rider, die Hippies und diejenigen, die sich eben nicht mit dem Mainstream identifizieren konnten, wurden dann häufig zu so Bikern. Und da ist dann wieder lustig, wie es bei ihm eben nicht nur die Biker als Hippies, sondern dann kommt diese Lederschiene da so mit rein. Also ich muss auch sagen, ich bin selber ein großer Fan von Thomas Findet und finde auch seine Muskelmännchen ganz sexy. Aber ich sehe es auch manchmal so ein bisschen kritisch, denn wir haben ja schon sowieso dieses Ideal der Muscle Mary, des trainierten Typen, was überall uns präsentiert wird. Vielleicht war es auch damals nicht so ideal, dass sie einfach immer nur den männlichen, hypermaskulinen Mann hochgehalten haben. Ich finde auch, das muss man auf jeden Fall kritisch sehen. Man muss es natürlich in der Zeit sehen, auch in welchem Kontext das veröffentlicht wurde. Das war dann eben oft so ein Bodybuilding, so ein Fetisch-Kontext. Aber zum Glück hat Thomas Findet diese Hypermaskulinität eben so übertrieben, dass man es auch ein bisschen als Persiflage oder als Ironisierung von so einem Männlichkeitsideal sehen kann. Und zum Glück gab es ja auch noch ganz andere Zeichner, die eben in diesem Underground der 60er Jahre nicht nur so Pin-Up-mäßig gezeichnet haben, sondern auch sehr, sehr politisch. Ja. Was mir dazu jetzt gerade noch einfällt, wo du sagst, ja, unser Channel heißt ja auch Sissy That Talk. Ja. Und wir sind da schon wieder eine ganz andere Generation. Wir sagen, okay, wir müssen uns nicht dafür schämen, auch nicht den Gender-Rollen so sehr zu entsprechen, sondern wir machen einfach unser Ding. Ich glaube, damals bei Thomas Findet war es dann eben noch was anderes. Da wurde der schwule Mann eben immer in diese Schublade gesteckt, Sissy, total effeminiert, weiblich. Und das war das Einzige, wie er damals von der Gesellschaft gesehen wurde. Und daher muss man auch sagen, auch da war Thomas Findet damals eigentlich mit seinen maskulinen Männern, die Holzfäller, Polizisten und Seeleute waren, ja auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Damals war das ja eigentlich noch was Subversives. Ja, und es war auch notwendig, denn das ist ja vor Stonewall. Und da musste ja erstmal sowas wie Out and Proud, da musste ja erstmal so ein Hier sind wir und wir sind schwul und wir sind stolz und wir können uns zeigen. Und das war ja alles noch gar nicht geschehen. Insofern war das erstmal wichtig, dass es so eine Sichtbarkeit auch von schwuler Männlichkeit gab, auch von so einer Männlichkeit. Die natürlich aus heutiger Sicht später gebrochen werden musste. Ja. Aber damals war das zunächst mal ein wichtiges Signal, finde ich. Und vielleicht war es ja für ihn auch eine Möglichkeit,
sich diese Typen, die er als Fantasie hatte, irgendwie untertan zu machen, also an diese Typen ranzukommen. Wie ist es denn heutzutage? Sind schwule Comics auch immer nur Pornofantasien oder gibt es da andere Ebenen? Es gibt alle Ebenen, denn ich würde jetzt schwule Comics nicht irgendwie als ein Genre bezeichnen, sondern es gibt schwule Charaktere, Zeichner, lesbische Zeichnerinnen, Trans, Bi, alles mögliche, Figuren, Charaktere, Zeichner, Zeichnerinnen in allen Formen des Comics. In natürlich sexualisierten Zeichnungen, aber auch in sehr poetischen und politischen Graphic Novels, in Webcomics, in Alben, in Serien, in Superhelden-Comics, überall. Superhelden, das ist doch eine gute Überleitung. Und da wird jetzt vielleicht gleich der Sven übernehmen. Sissi, bye!